Hei ja tervetuloa rakkaat skoptilaajat, skopelpejan ystävät ja ne, jotka vielä haluavat tilata meidät. Olemme taas me, Olli. Hallo. Kilian. Hallo. Lea. Hallo. Tobi. Hi. Luis. Kumu. Ja minä. Tervetuloa vuorelle kasetsa. Das war wieder eine Begrüßung in einer anderen Sprache. Falls ihr eine Ahnung habt, welche, schreibt wie immer in die Kommentare. In der vorletzten Folge, das war Folge 38, war die Begrüßung auf Isländisch. Und in der letzten Folge, Folge 39, war die Begrüßung dank Tobi auf... Salam alaikum, Arabisch. Genau, also wer hat's gewusst? Ich. Ich auch. Ich nicht. Genau, heute haben wir Folge 40 und das ist eine sozusagen eine Jubiläumsfolge, denn heute haben wir die fünfte Punkte-Runde. Ja, Backcraft wird immer größer, die Gebäude und Bauwerke immer höher und die Schatten werden immer länger und heute gibt es Punkte und ich bin gespannt, wie viele. Und heute ist das Lea das erste Mal bei einer Punkte-Runde dabei und kriegt sogar Punkte heute. Also ich bin sehr gespannt, freut euch auf eine tolle Folge. Ja, wir sind heute wieder in Backcraft. Vorderlecker Sitze heißt Backcraft in dieser Sprache. Ja, nicht das, was du denkst. Auch gerade. Und genau. Heute gibt es Backcraft-Punkte. Und ach so, Kilian, willst du uns was zu den Punkten erzählen? Du hattest eine ganz tolle Idee, fand ich jedenfalls. Das hat nicht wirklich was mit den Punkten zu tun erstmal, aber jetzt kann ich später vielleicht noch dazu kommen, wenn ich dran bin mit meinen einen Dingens, wo ich Punkte drauf kriege. Du hast, glaube ich, drei Sachen. Wo hast du die denn hergezogen? Ja. Aus dem Hut. Aha. Also, wolltest du trotzdem sagen oder die Idee? Nö, ich warte bis nachher. Alles klar, gut, dann. Aber ich kann jetzt Tickets verkaufen. Okay, dann hätte ich gerne ein Ticket für die heutige Punkterunde. Jetzt geht er erstmal hinten so eine verstaubte Kiste ausgraben. Ah, so cool. Okay, wir bezahlen jetzt alle mit. Melonen sind die neue Währung. Ja, dann gehen wir mal rüber. Nein, ich krieg meine Melone nicht wieder. Alles klar. Das Problem habe ich immer mit meinem Bett, ey. Also Luis fängt an. Ja, genau. Luis fängt also. Wollte unbedingt anfangen. Ja, Mann. Weil ich habe auch eine Überraschung heute. Und achso, ihr wisst ja noch, der da dran ist mit den Sachen, für die er Punkte haben will, geht dann immer zu dem entsprechenden Teil hin. Aha. Und das Plugin, das teleportiert uns dahin. Aber ich hab so eine Ahnung, Luis will uns zur ersten Sache selber hinführen, oder? Will ich? Ja, ganz unbedingt. Okay, gut, dann kommen wir alle mal hinterher. Kommt mit, Gomme sagt, kommt mit. Also Luis hinterher. Anmachen. Was? Tobi, mach mal PvP an. Hab ich. Oh, ist so dunkel. Passt ja perfekt. Oh, ey, die Scheiße, du gerade die ganze Zeit. Oh! Voll Frührentner. Oh, das ist ja explosiv hier. Ist ja echt dunkel. Kann mal jemand Tag machen? So, willkommen zum Voting vom Schattengarten. Oh, Schattengarten, sehr schön. Inspired by Scope LP. Weil hier ziemlich dunkel ist zwischendrin. Ihr könnt auch rumlaufen. Die anderen auch. Die anderen auch. Ich glaube, einer der beiden anderen startet gerade das. Ich glaube, die essen Nudeln. Ich habe bin fertig mit Essen. Nudeln, 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 Nudeln. Nudel. Genau, also ich weiß nicht, der es noch nicht gesehen hat, darf sich gerne einmal umschauen. Das ist der Schattengarten. Oh, schön. Das ist schattig hier. Das ist total schön. Voll entspannt. Ganz schön hell bei mir mit meinem Texture Pack. Wie gut, dass ich kein Bright Light, wie heißt das? Fulbright. Fulbright, danke.
Light, ja. Auf einmal sind alle weg, okay. Ja, wir haben ja vor 5 Minuten gesagt, ihr dürft mitkommen. Ja, okay. um den Garten anzuschauen. Weißt du was, ich mache einfach mal ganz kurz. Oh. Ja, danke, genau. Ah, voll gut, hä? Oh Mann! Die Leine ist wieder da. Ich fühle mich so angeleint. Ja, du bist voll im Fluss, die Leine ist ein Fluss. Und da oben sehe ich so Inseln, die dann den Schatten auf den Schattengarten werfen. Macht Sinn, oder? Das Tageslicht kommt nämlich nicht durch. Das ist cool. Außer hier, das ist so ein... Ah ja, genau, sehr gut. Slash. Achso, Lea, du weißt, wie das funktioniert? Es steht im Chat, also ich denke... Ich wollte gerade sagen, dafür habe ich es jetzt eigentlich extra in den Chat reingeschrieben, aber gut. Inflation. Aha. Inflation? Ja, Olli inflationiert. Yes. Inflationär. So. Olli, ich weiß nicht, ob das einen Fehler gegeben hat, dass du die Zahl eingegeben Nein, hast. Nein, hat nicht. Bei mir kannst du bitte die Zahl abändern. Das kann ich machen. Was hast du eingegeben? 100.000? 1000. Boah, 1000 wäre ja schön. Okay, es gibt 1000 Punkte. Oh, bei Fabi geht's schon wieder los mit den Kommazahlen. Here we go. Oh, nee. Das ist nur eine Stelle in dem Komma. Nicht wie bei Tobi, die... Hat das funktioniert, mit Komma und nicht mit Punkt zu schreiben? Was wird jetzt bewertet eigentlich? Nur der Garten erstmal. Nur der Garten ohne das Haus. Oder so. Das Haus ist nicht drin. Okay, da und ohne die Punkte. Inseln. Was? Okay. Ohne cool. die Inseln und ohne das Haus. Das ist ein schöner, entspannter Garten mit so Brücken. Ja. Dann ein Fluss. Mit einem ja, Fluss, Brücken, dann so Pavillons. Wo hattest du nochmal die Idee für den Pavillon hierher? Aus dem Internet. Ach, da. Wikipedia. Also für alle, die es nicht kennen. Internet. Im Internet könnt ihr Sachen googeln. ChatGPT mir vorgeschlagen. Googeln, genau. Googeln. Und wenn sich jemand zu lange Zeit lässt mit Voten, dann gibt es einen Reminder, ne? Boah, Stahl. Boah. Es waren das schon alle fertig, aber ich wollte nicht unterbrechen. Ach so, okay. 91 Punkte. Ich notiere mir das mal. Genau, dann gehen wir einfach mal gleich weiter zum nächsten. Ich denke, du kannst, ja. Also du gehst weiter zum nächsten und... Ich bin beim nächsten. Wie nennen wir das? Was haben wir gesagt? Chinesisches Haus oder japanisches Haus? Wir das jetzt zu. Ich habe chinesisches Haus stehen, aber du kannst es schon nennen, wie du willst. Das ist ja deins. Mach einfach Haus. Ich will hier nicht Rassismus oder so. Also Haus hast du bei allen Häusern. Die ersten beiden hast du sogar Karl und... Karl? Okay, wenn du mich fragst, es sieht... Peter. Das ist gut. Es sieht chinesisch aus. Peter ist ein sehr... Es geht nur ums Äußere. Auf die inneren Werte kommen wir noch. Hier regnet es rein, okay. Nee. 5 Punkte drauf, ja. Doch, hier regnet es rein. Das ist Atmosphäre. Wenn hier ein zeitlicher Wind kommt, dann regnet es ja rein. Das ist ein Regenhaus. Ja, deswegen sage ich ja. Das war nicht jetzt fertig. Das wäre ja Ostwind, das passiert nicht so häufig. Man hat, eine schöne Aussicht von hier oben. Okay, also der asiatische Stil ist deutlich erkennbar, finde ich. Echt? Mhm. Ich finde es auch schick, dass du hier an der Seite den Giebel steiler oben in der zur Mitte hin hast und dann an den Seiten so ein bisschen flacher. Danke. Sieht doch mega nice aus. Ja, ne? Vor allem, ihr müsst mal... herumfliegen.
Also aus einer höheren Höhe sieht das noch interessanter aus. Lea freut sich. Hier, nimm mal das. Kilian. Oh. Was ist? Lea möchte das Fliegen haben. Bitte, können wir uns da später drum kümmern. Okay. Ist jetzt Game Mode 3 okay? Gut, danke. Nein. Gibst du dann wieder. Ja, danke. Also ich kann auch ganz schnell irgendeine Chestplate noch enchanten. Also ich hab's auch noch nicht, aber ich brauche es auch noch nicht. Oder kannst du den beiden einfach mal schnell Fly geben, dass wir das alle irgendwie... Boah, das wäre ja heftig. Also jetzt für die Punkterunde. Ja, das ist nicht einfach, dass ich sage, ich mache jetzt für die Punkterunde schnell Fly und nimm's danach wieder weg. Slash Fly. Ich kann halt Game Mode 3 setzen, aber... Ja, dann mach Game Mode 3, komm. Da haben wir schon ganz andere Möglichkeiten, ne? Uns das anzugucken. Jetzt können wir auch in das Haus rein, Mohaha. Nee, das kommt nächstes Mal, ne? Das kommt nächstes Mal, genau. Haben schon alle abgestimmt? Ist die schon offen? Ja. Ja. Upsi. Schon seit 2 Stunden. Oh, wer steht denn hier so? So demonstrativ. Ah, okay. Ja, ist okay. Und ist auch ein schöner Höhepunkt, wenn man hier so durch diesen Garten geht. Über ja, der Brücken. Höhepunkt kommt jetzt, glaube ich, erst für mich. Achso, merkst du gerade? Ich bin verspannt. Alter, ihr wisst gar nicht. Also als nächstes kommen dann die Inseln. Haben wir schon ein Ergebnis? Ja. Für das Haus? Guten Morgen, Fabi. Ja, Peter. Peter ist das Haus. Guten Morgen, Fabi. Ah, wahrscheinlich kurz bevor wir Game Mode 3 gegangen sind. Mein Chat ist nämlich jetzt weg. Wie viel war es? Nee, es war nach 73. dem nach dem Game Mode 3. Du kannst den Chat ja trotzdem öffnen. Ja, ich sehe ihn aber nicht. Ich sehe nicht, was davor was ihr davor geschrieben habt. Hm. Vielleicht hast du aus den F3er gedrückt. Könntest du mir bitte nochmal sagen, die Punktzahl? 73. Okay, danke. Ich schreibe es mir parallel, jetzt hör bei ihr immer auf. Also. Ah, ich sehe den Chat gar nicht. Ja, dann hast du F1 gedrückt. Ich wollte gerade sagen, ja. Ah, okay. Darin liegt okay. Das ist interessant. Ja. Okay, danke. Genau, und wenn ihr über schaut, über den... Du fliegst dazu erst hin, ne? Ja, ich bin schon. Gut. Was? Da habe ich stehen, fliegende Inseln. Genau. Müsste man nur das Voting starten. Boah, krass. Woher der ganze Schatten auch kommt, ne? Ja, genau. Sonst wäre es ja kein Schattengarten. Ha. Genau, das ist ein... Hier oben steht sogar der Schrein des... Tim hat mir erstmal ein Bild von der Bonn geschickt. Okay. Grüß an Tim, vielleicht kommt er nachher noch. Nee, der kommt uns an. Also wenn er zu Hause ist, auf jeden Fall. Ja, dann soll er mal einen Call kommen. Und auf den Server. Dann kann er mitbewerten. Dann kriegt er mit, wie wir. Okay, kleiner Teaser. Wir haben noch eine Sache von Tim zu bewerten. Genau, auf jeden Fall, was zu den Inseln gehört, sind die 3 kleinen unter der großen und halt die große, obviously. Das ist total schick, auch unten da mit diesen tropfenden Tropfen. Das war sehr viel Arbeit. Oder, Fabi? Ah, Tim hat in den Chat geschrieben. Ja, er soll mal in den Call kommen. Okay, dafür gibt es... Oh, schwer zu sagen. Also es war schon viel Arbeit, ne? Boah. Ja. Das ist ja... Und die Idee, ne? Die Idee ist schon ziemlich cool. Luis, ich mag dich heute. Geil. Da gibt es 2-stellige Punktzahl von Tobi. 3-stellig. 3-stellig.
Dankeschön. Boah, schön. Stark. Stark, stark, stark. So, was kommt jetzt? Ich glaube, die Bewertung von dem halt. Roleplay, oder? Überraschung habe ich hier noch stehen, oder kommt die zum Schluss? Die kommt zum Schluss. Okay, genau. Dann habe ich mir gedacht, ihr habt alle so toll performt im Roleplay, im Spezial. Dass wir dafür auch nochmal Punkte verteilen sollten. Genau, ich möchte nur nochmal in Erinnerung rufen, ich war der Zauberer und der Irrwicht. Und der Stimmeinsatz war genial. Weltklasse. Weltklasse war das. Also nur für die Bewertung nochmal, dass ihr ein bisschen Anregung habt, welche Punkte ihr da vergeben sollt. Ja, das kann ich schon bestätigen. Was für ein Geier. Also er hat den Magier gespielt und den Irrwicht. Und hatte beide Male komplett andere Stimmen. Also ich hätte... Mhm. Schauspielkunst. Geil. Also, ja. Also da, genau. 10 Punkte sind da schon drin. Mindestens. Ja. Oh, bin abgerutscht, hab aus Versehen eine 0 zu viel hingemacht. Oh, shit, hab ich. Oh, was? Anscheinend schon, ja. Wie kann das sein, dass meine Schauspielkunst mehr Punkte hat als alles andere, was hier steht? Ich mach irgendwas falsch, glaube ich. Ja, das hört sich mir auch Eden als Bauen. sorry. War natürlich. Schön, dass du dabei warst. Ja, er hat den einfach abgegangen. Nicht wirklich, oder? Ich komme nicht mehr auf den Server drauf. Jetzt. Okay. So, meine lieben Freunde, ich habe eine kleine Bitte. Könntest du mich oder könntest du uns vielleicht kurz in den Game Mode 0 nochmal machen? Oh, warte. Wenn alle am Boden sind? Ja, wenn wir am Boden sind. Oha. Warte. Wir sind alle am Boden. Nee. Ich meine. Ich nicht. Ich bin am Boden. Welcher Boden? Genau, wo am Boden sollen wir uns sammeln am besten? Oder? Ach nee, wir werden doch ETP'd. Ja, stimmt, genau. Ich bin deswegen, am Boden. Deswegen, weil ich habe eine kleine Überraschung für euch. Also nicht für euch eigentlich, nur für mich, weil ich will ja die Punkte haben. Oh. Lea war nicht am Boden. Ich war nicht am Boden. Oha, wo warst du? Naja, ich hab's ja nur 5-mal gesagt, ne? Ich kam schon langsam runter, aber es ging nicht schneller, also. Also, dazu sollte man sagen, sobald du Punkte bekommen hast, kannst du die auch durch Sterben verlieren. Hab okay, ich schon das gemerkt. Ist toxic gewesen, aber gut. So, nee, das war eine Bemerkung. Also eine vielleicht Sobald können wir kurz hast. Tag machen irgendwie, entweder schlafen oder per Kommando. Oh ja. Danke. Also, du könntest das Voting jetzt starten. Mit, ich weiß nicht, Überraschung oder so. Ich brauch mal die Leine. Die Leine kommt da. Irgendein Projekt. Okay, irgendein genau, Projekt. Nämlich das Minecraft Let's Play hat sich noch ein bisschen erweitert um ein Haus. Das ist dieses schöne Haus hier. Oh, der Eingang ist da. Was ist das? Das ist ein Haus. Mit sehr vielen. Ach du Scheiße. Ja, das. Mit 81 Billiarden Kisten dahinter. Oh mein Gott. Sind die alle voll etwa? Nein. Das Inneneinrichtung ist auch noch nicht fertig. Ah, man kann aber hier durchgehen. Ja, genau. Ihr denkt euch jetzt, wenn ihr mal ganz kurz vors Haus kommt. Jetzt bin ich gespannt. Warum stehen da so viele Kisten hin? Ja, ganz entspannt bleiben. Ihr denkt euch jetzt so, hä? Das macht doch gar keinen Sinn, das Projekt zu nennen, irgendeine Überraschung. Warum soll das so besonders sein, wenn ihr mal ganz kurz mitkommt? Wo sind alle hin? Wir gehen Luis hinterher. Runter. Wo ist Luis hin? Auch den Weg runter hier. Genau. Wer fehlt noch? Da, Phobos. Genau.
Genau, ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere noch erinnern kann. Fehlt eine Stufe. Ja, ich weiß. 20 Punkte dazu. Oh, das war ein Enderman? Nee, egal. Wenn sich der ein oder andere noch erinnern kann, der damals dabei war bei der Punkterunde, was hier hinten noch war, ich weiß nicht, wer war da dabei? Keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall ist hier eine Mine. Mine und ein Wasserfall. Mine des Todesbergs, ja. Und jetzt Fabi, bist du da? Ja. Hast du eine Axt dabei? Ja. Kannst du mal kurz hier aufmachen? Okay. Wie viel? Ja, ganz rein. So weit, wie es geht. Komm, du musst das eine halbe Stunde Holz abbauen. Nein. Alter, was hast du gemacht, Mann? Genau, ich habe ein unterirdisches Bergcraft angefangen zu bauen. Deswegen habe ich auch die 5x5 Spitzhacke gebraucht und so viele Beacons. Der die genau, Reaktion ist gerade original, echt. Genau, deswegen kam auch der ganze Kupfer zustande. Und die ganzen Milliarden Kisten voller Dirt und Diorite und Andesite. Ja, genau. Alter Schwede, was? Genau, wenn wir mal mitkommt. Ja, ich kann mich langsam wieder bewegen, okay. Genau, ich habe hier rechts so einen kleinen Turm gebaut. Ist das mit dir oder was? Wow. Genau, man kann einmal. Es lag in meinem Gehirn gerade, Entschuldigung. Was wohin gehen, Entschuldigung? Ja. Man könnte einmal nach unten gehen, aber unten ist nicht so interessant. So, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nach oben. Ich bereue gerade irgendwie einen Fulbright Texture Pack dran zu haben. Ich bereue gerade nicht, es nicht drin zu haben. Alter, ich muss kurz mit Fulbright raus und gucken, wie das aussieht. Alter. Holländer, alter Niederländer, ja. Alter Ire, alter Weißrusse. Ja, genau, und das ist so das nächste Großprojekt, das ich mein Fulbright drin habe. Das sieht da. Und hier war keine Höhle vorher drin, ne? Also das ist alles handabgebaut, so wie es ist. Mhm. Tschüss. Frage, wie viel Zeit das gebraucht hat. Wie viele Stunden deines Lebens hat das jetzt von dir genommen? Ich hätte es mal tracken sollen. Ich weiß nicht genau. Wann habe ich angefangen, das zu sagen, dass ich irgendeine U-Bahn... es hat jetzt schon lange gebraucht. Bestimmt so 20, 30 Stunden. Ja, das ist... Also du hattest jetzt 2 Wochen Urlaub. Das ist mindestens eine Woche her, dass du das gesagt hast, glaube ich. Ja, so eine Woche würde ich sagen. Alter, puh. Das ist total schön, auch mit den ganzen, das sieht aus wie Sterne. Vor allem, darf man runtergehen, fliegen? Ja, du kannst auch jetzt Game Mode 3 wieder anmachen. Ah, super. Und hier unten ich wollte halt nur nicht Game Mode 3 haben, dass nicht, dass ihr durch den Berg fliegt auf einmal und dann ist da so ein riesen Loch drin. Ich glaube, das ist angekommen, ja. Ja, genau, das wollte ich nur nochmal zeigen, weil ich immer meine Überraschungen weil ich Fabi immer meine Überraschungen zeigen musste. Bis auf die, und die ist dir gelungen. Also wenn du das Video siehst, du siehst meine Facecam. Aber geil! Da freue ich mich drauf. Okay, ich mache jetzt Wort mal mit Punkt. Mit Punkt? Mhm. Eben habe ich es noch mit Komma gemacht, jetzt mache ich es mit Punkt. Hä? Okay. Und wenn das auch funktioniert, dann funktioniert beides. Punkt funktioniert auf jeden Fall. Und Komma anscheinend auch, ne? Aber ist es jetzt noch Arbeitsaufwand oder noch Schönheit? Bitte?
Wird es noch Arbeitsaufwand bewertet oder noch Schönheit? Das ist eine interessante Frage, weil wir bis jetzt das nicht gesagt haben und jeder das für sich selber entscheiden konnte, was jetzt wichtig ist, ob Schönheit oder Arbeitsaufwand oder Material. Ja, ich denke mal Arbeitsaufwand, weil Schönheit ist es halt noch nichts gebaut, so wirklich. Dann machen wir 20. 20? Boah, wow, geil. Plus 20. Also ich finde ja, wir können noch eine 0 dranhängen. 20 sind 100. Wow, 20 geil. Plus 20 plus 20 sind 100. Ja, aber so funktioniert Mathematik. Noch was anderes gesagt. Okay. Also Schönheit, dieser, das ist wie Stern, das ist wie im Sternenhimmel. Ja. Also das ist echt richtig crazy. Das ist. Und die Brücke ist cool. Ich hab's. Und das Geile ist, ich hab's mit Screenshots sogar dokumentiert. Dokumentiert. Das mache ich auch immer. Also nicht, also Bergkraft seltener, aber. Das, was ich bei mir so in der eigenen Welt gebaut habe, das habe ich auch mal dokumentiert. Alter Schwede. Und ihr wisst gar nicht, wie das mich abgefuckt hat mit den scheiß Monster, die ganze Zeit gespawnt sind. Ach, oh mein Gott. Na, wie gut, dass wir alle fleißig geschlafen haben, damit die Monster in der Höhle bleiben und nicht rauskommen. Ja, war schon aufwendig. Und ich hatte auch zweimal, glaube ich, halben Nervenzusammenbruch. Ah, deswegen. Ah, oh, verständlich. Und gar nicht so weit von Tobis U-Bahn. Oh, stell dir mal vor, du hättest die abgerissen. Nee, dann hätte ich Minuspunkte gegeben. Nee, man könnte ja eine Verbindung. Ich dachte gerade eher an so eine Verbindung. Oh, hier ist eine Station hier unten drin, ne? Wie? Dass du hier eine U-Bahn-Station hast, wo du direkt in diese geile Höhle aussteigen kannst. Ja, das wäre natürlich auch gut. Okay, halten wir fest als Idee. Ah, hier ist eine Mine war hier drin, ne? Oder ist hier drin? Okay, genau. Crazy. Okay, wer wer will als nächstes? Keiner mehr. Es will Geist, Rosika. Er will danach als nächstes, ja, als ob. Meinst du, wir prämieren nach dem... Ach so, deswegen wollte Louis als erstes, damit kein anderer mehr. Oh, und was auch sehr geil war eigentlich, kurz, ich habe es zuerst so geregelt mit den ganzen Kisten, dass ich so ein heftiges Trichter, so ein Trichter-Scheiß hingebaut habe vors Haus. Und ich dachte eigentlich, irgendjemand fliegt da vielleicht zufällig vorbei. Aber es ist keiner hier vorbeigeflogen. Ich schick's mal in den Allgemeinchat rein. Das sah auch sehr geil aus. Okay, ich versuch's wieder da einzublenden. Sobald er es geschickt hat. Ja, genau. Das sah sehr lustig aus. Okay, wenn sich keiner traut, könnte ich weitermachen. Yay. Ab jetzt kannst du nur noch bergab gehen, aber... Das sagst du. Ja, ich sehe das schon wieder kommen. Ja, Bauzeit und hier fehlt was. Und verbesserungswürdig halt. Genau. Verbesserungswürdig auf jeden Fall. Also, dass Tim jetzt schreibt, bin schon mal auf dem Weg nach Hause. Ich dachte, er war gerade zu Hause. Keine Ahnung. Das dachte ich auch. Okay, achso, dann ich flieg da schon mal hin zwischendurch. Können wir Tag machen? Danke, ich bin da. Und zwar wir fangen mal ganz klein an. Es geht um den Ausgang der U-Bahn-Station Westerberg. Die Station hatten wir ja schon mal bewertet und den Fahrstuhl auch, den von Kilian. Und jetzt habe ich dann noch so einen Ausgang drumherum gebaut. Relativ. Also das ist jetzt U-Bahn-Stadt. Achso, hä? Es geht nicht um die Station, sondern nur um den Ausgang. Achso. Die Station haben wir bewertet, den Fahrstuhl von Kilian haben wir bewertet und jetzt kommt
nur noch dieser, der Eingang, Ausgang hier. Alter, was habe ich denn hier hinter mit dem ganzen Redstone gemacht, ey? Dass du einen Fahrstuhl gebaut. Ja, warum hast du den nicht zugemacht? Schnauze jetzt. Nee, ich merke einen Farbi. Was denn? Warum er das hier hinten nicht bedeckt hat und seine alles so offen gelassen hat. Die Bäume verdecken, das ist was. Ja, die Bäume verdecken das, genau. Es gibt einen Punktabzug. Einen Punktabzug. Okay. Wenn man hier so lang geht, dann sieht man das ja gar nicht. Schwierig. Und von hier sieht man das auch nicht. Ja, denkst du? Das denke ich, ja. Wenn ich in meinen spannenden Balkon sitze, dann sehe ich das so wohl. Sitzt du da? Ich fliege nächste Woche nach Spanien. An die Costa fast gar nichts. Das sieht man total, dass das offen ist. Wow, wieso falle ich? Wow. Tschüss. Aua. Wieso falle ich? Was passiert hier gerade? Wohin? Was passiert hier? What the fuck? Was ist da gerade passiert? Was macht ihr? Digga, alle Items sind weg. Hä? Ich verstehe gar nicht, was passiert ist. Was habt ihr getan? Ja, wir sind einfach rausgeflogen. Ja, moin. Ja, ich bin einfach nur auf Tobis Spanien-Balkon gegangen. Dann hat Luis was von Spanien erzählt und plötzlich sind alle durch die Welt. Jetzt da nicht hin. Oh, cool. Da ist anscheinend ein schwarzes Loch oder so. Ich weiß auch nicht. Ja, aber wieso sind wir beide gestorben? Sonst keiner, ne? Nee. Hä? What the fuck? Ich glaube, Kilian mobbt euch einfach nur. Das wird's sein. Okay, das als nächstes. Also vielen Dank. Ihr habt es geschafft, im Spectator-Mode aus der Welt rauszufallen. Das habe ich auch noch nie erlebt. Ich auch nicht. Doch. Jetzt, ja. Aber ich nicht. Weiß, wieso. Oh, nee, jetzt fällt auch noch jemand. Ich fall. Okay, das nächste ist der Totenkopf. Oh, warte, es hat wahrscheinlich was mit der Chestplate zu tun, kann das ja sein? Ja, ja. Okay. Oh, okay. Tatsache, scheiße. Und ich klicke da alles drauf. Aber ich habe da vorhin nicht drauf. Warum klickst du da drauf? Weil ich dachte, ich könnte die ausziehen. Warum willst du die ausziehen im Spec? Ich hab doch schon mal gesagt, wenn du die Chestplate im Creative oder Spectator Mode an- oder ausziehst, dann macht das das kaputt. Hm. Ah, okay. Feuersen. So, dann gehen wir mal hier rüber zum Totenkopf. Genau, ich war gerade schon da. Ich bin schon da. Voll lustig, wenn man auf den zu und wieder wegfliegt. Da. Dann? Was ist dann? Weiß nicht, das sieht irgendwie lustig aus. Ey! Drauf zu. Leine. Und wieder weg. Oh, das sieht ein bisschen... Das sieht gefährlich aus. Dieses Bild, wie einfach so fünf Leute die ganze Zeit vor und zurück fliegen, das ist golden. Wo ist denn das Lava? Da ist es. Slash Vote. Schau mir in die Augen. Ich wollte Fabi eine Sache fragen. Schau mir in die Augenhöhlen. Ja, bitte. Wieso hast du eigentlich in der Training Hall kein Ziegel gekauft? Wieso hast du es alles erfarmt, anstatt zu kaufen? Weil das günstiger war. Hm. Ach so, genau. Okay, als nächstes kommt die Taverne Düsterwald. Ich bin da. Ich weiß nicht, wo die ist. Du brauchst doch nicht hinzufliegen. Du wirst doch sowieso teleportiert. Genau. Ich mag die Leine nicht. Ja, sehr schön. Okay, verstehe schon. Genau, hauptsächlich geht es eben um die Taverne hier. Mhm. Ja. Ich weise auch darauf hin, dass die obere Etage sieht auch sehr interessant aus. Genau, an der Seite kannst du hochgehen. Und da könnt ihr, wenn ihr Lust habt, euch austoben. Steht zur freien Verfügung. Monoloco. Ist wie so ein Fechtboden. Also ihr könnt hier Fechtkämpfe austragen zum Beispiel, oder? Fechte? Kämpfe zum Tode. Genau. Ihr könnt hier Todesängste ausstehen.
Wie heißen diese Höhlen, wo ganz viel grünes Zeugs ist? Lush Cave. Lush Cave. Dankeschön. Das ist echt lush. Okay, das nächste ist tatsächlich die Jute Stube. Okay, die finde ich so auf Anhieb nicht. Dann gehen wir den Standardweg. Hey, welche gute Stube? Wo ich die Rolex gefunden habe. Genau. Was? Die Roli. Weißt du nicht mehr, die Rolex? Die Tobi gefunden, aka gestohlen hat. Okay, ich bin da. Wo waren was war es für ein Projekt? Gute Stube. Gute Stube. Das ist das Heim von Per Duvillette. Ah, jetzt. Oh nein. Hier kriege ich Flashbacks. Und ich habe auch gleich einen Schalter gefunden, wie es rausging. Ja. Ich kriege Flashbacks davon, dass Olli unendlich schlecht im Parcours war. Ja, den Parcours, ich war voll gut. Den Parcours habe ich eine Stunde lang an einem scheiß Checkpoint-System geschrieben und am Ende konnten wir es gar nicht benutzen, weil Olli nicht den ersten Checkpoint erreicht hat. Ich hatte eigentlich mehr Faith, wie heißt das auf Deutsch? Hoffnung. Ah, danke. Vertrauen. Ja, so genau. So eine Mischung daraus, ja. Aber ich hab von vornherein gesagt, ich bin in solchen Sachen super schlecht. Okay, man. Umso besser, dass man dich gleich drauf testet. Ja, deswegen habe ich's. Aber ich glaube, das wird alles rausgeschnitten, oder? Die ganz schlimmen Sachen, ja. Hoffentlich, bitte. Ich habe es immer noch nicht gesehen. Du hast unser Special noch nicht gesehen? Ich war live dabei, ich muss es nicht sehen. Wow. Ich muss die letzten Videos auch nochmal durchlaufen lassen wieder. Vor allem Folge 31. Oder 34? 31? 34? Ich weiß gar nicht mehr. Folge 28. So, was kommt jetzt? Nein, das meine ich. Achso. Jetzt habe ich mir gedacht, falls ihr nichts dagegen habt, hätte ich ganz gerne auch Punkte für das Special als Ganzes. Ja. Für die Idee, für das Buch, Regie, Schnitt, Film mit Vorspann und Abspann. Ich glaube, das wird eine schnelle Runde. Genau, 0 Punkte. Special has started. Ich bin gleich mal ins Gefängnis gegangen hier. Ins Verlies. Ab in Knascht. Entknascht. Er kann Lea ja gar keine Punkte zugeben, oder? Hat Lea da unser Special nicht gesehen? Nee, ich gebe einfach nur immer 100. Boah, diese Frau ist sympathisch. So. Sehr schön. Okay. Ja, ich war nicht dann dabei, aber wenn ihr schon sowas macht, ne, 100 Punkte bei den Gebäuden, bin ich etwas mehr kritisch. Aber in dem Fall ist es gut, weil jeder andere hat, Tobi hat 99 gegeben. Oh, okay, cool, danke. Inflation. Okay, als nächstes kann ich ja schon mal sagen, ist eine Brücke dran. Eine Brücke, welche denn? Ich weiß gar nicht, ich habe so viele gebaut. Welche war das noch? Okay, ich wäre da. Mal so als Info, der Parcours ist voll in der Nähe von der Lush Cave. Brücke. Ja, stimmt, genau. Ich hab das so gebaut, dass du so ein bisschen reinluschern kannst. Reinschielen, reingucken. Aber nicht reinkommst. Im Adventure. Smart. Schön, dass wir die Brücke jetzt bei Nacht betrachten. Benachten sozusagen. Ja. Und bei Regen. Genau, also die Brücke hat ein Dach. Das heißt, man wird nicht nass, wenn man drüber geht. Ja, das interessiert meinen Minecraft-Spieler auf jeden Fall. Richtig. Also nicht, wenn man es übers Dach, wenn man nicht übers Dach rüber geht, sondern wenn man. Aber wenn du das Dach drüber geht, wird man nicht nass. Achso, und kleine Info: den unteren Teil der Brücke, das heißt die Säulen und das, wo man drüber geht, habe ich ohne die Chestplate gebaut. Mit Fly. Mhm. Und das Dach habe ich dann mit Fly gebaut. Aha. Mhm. Nur mal so als. Das heißt, du hast jetzt zugegeben, dass du gecheatet hast. Kilian hat auch Autismus. Was? Weil du ganz im eigenen Kreis geflogen bist. Ja. Also ihr müsst Augen für das Detail haben, ne? Die ist aus verschiedenen Materialien gebaut, wenn man näher rangeht.
Ja, danke für die, für das Kommentar. Also es sieht aber mehr Fehler, wenn man rangeht. Oh. Wieso ist hier überhaupt Wert? Deine Bewertungen kommen noch. Ich weiß. Deswegen gucke ich ja auch von weiter weg an, weil da kann man auch 100 Punkte geben. Oder wie viel gegeben? Ach so. Gerettet. Ach, 99 ist ja auch. Du hast nicht 99 gegeben. Ah, vielleicht ist es auch gut, dass gerade Nacht ist und es regnet. Da sieht man weniger Fehler. Boah. Mit Full You Brett haven't und voted? Hä? Wie? Ja, ja, ignoriere das. Okay, was war da jetzt los? Ich habe in der Millisekunde, nachdem Olli gewotet hat, den Reminder rausgehauen und dadurch, dass der Vote nicht mehr gelaufen ist, haben alle eingeladen. Ah, okay. Vielen also Dank. Also haben alle 100 Punkte gegeben, bis auf Tobi. Nice. Nein. Okay, Brügge sehen und sterben. Jetzt können wir alle die Chest, oder wie können wir ja die Chestplate ausziehen und dann sterben? Nein. Okay, tatsächlich. Ausziehen im Spectator-Mode. Fürs nächste, ich bin zwar noch nicht da, aber ich sag dir schon mal, was es ist. Und zwar ist es die U-Bahn-Station am Gemeindehaus. Dafür ist es sogar egal, ob Nacht ist und ob es regnet oder nicht. Du weißt ja, die andere Teil auch egal. Genau, und ich bin dort. Du kannst dich ja, du könntest ja bei mir arbeiten. Wie meinst du? Ich finde, Grünus könnte sein Lager einfach bei mir in die Mine verfrachten. Ah, interessant. Achso, genau, das, ja? das ist die U-Bahn-Station Gemeindehaus. Hier gibt es eben eine durchgehende Strecke. Dafür ist dann dieser eine Bahnsteig hier. Und der andere Bahnsteig, das ist die Verbindung runter zum Steinbruch. Das ist praktisch nur... Hier gab es auch eine lustige Story zu. Erzähl mal. Ihr seht ja diese Figuren hier oben auf dem Rand stehen. Mhm. Ich habe mich, Fabi hat die Rüstung gerade noch gebaut, das heißt, ich habe mich mit Invisible reingestellt und den Kopf aufgezogen. Und der Fabi ist mit der Chestplate angeflogen, wollte die ransetzen, hat sie selber angezogen und ist runtergefallen. Das hat er laut dreimal gemacht, bis er es gecheckt hat. Geil. Ja. Nice. Das war diese Rüstung hier, ja. Ich weiß es noch sehr, sehr gut. Achso, und genau, es gibt sogar hier noch schon den Ausgang. Der Ausgang ist auch schon fertig. Sehr schöne Sache, muss ich sagen. Ich habe hier auch nochmal so einen alten, schönen... Hab ich noch gar nicht gesehen, den Ausgang. Ah, ich habe hier so einen alten 100-Mark-Schein reingesetzt, damit ihr auch wisst, wie viele Punkte es hierfür geben soll. Nein, Spaß. Da ich natürlich an der Idee mitgearbeitet habe, gibt es natürlich auch 100 Punkte. Ach, genau. Was, ich gebe nur 92 und morgen hatten wir keinen 100 gegeben. Oha. Ja, vielen Dank. Jetzt wäre es schön, wenn wir Tag machen könnten. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Okay, und zwar geht es um den Schachpavillon. Oh. Alter, heute ist ja echt Punkterunde bei dir, hey. Ja, letztes Mal habe ich ein bisschen weniger gehabt, deswegen habe ich gedacht, ich hau mal. Ich habe trotzdem mehr als Fabi, oder? Bestimmt. Niemals. Alle haben mehr als ich. Tobi wird nach heute mehr Punkte haben als ich zum ersten Mal. Oh. Ich finde, ich hätte einfach 1000 Punkte bekommen sollen. Also wir könnten... Fabi, bist du schon da? Ich bin da, ja. Schreibt mal Pavillon so. Ja, sieht gut aus, ja. Oder? Mhm. Ne, mit I-O-N, ne? Aber egal. Echt? Mhm. Okay, ich kann anscheinend keinen, was auch immer das für eine Sprache ist. Und zwar ist das der ja, Tigran Pietro, was? So, ich dachte, du möchtest jetzt sagen, was das für eine Sprache war. Das ist der Tigran Petrosian Schachpavillon, benannt nach einem Schachspieler, nach einem Bekannten. Ja, schön, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Jetzt fehlen nur noch die Schachfiguren. Es ist okay. Oh, nice, danke. Jetzt, wo die Punkte stehen, kann ich es ja sagen. Ich habe hier immer noch die... Hier fehlen noch die Leuchter drin, aber sobald es... sobald das Plugin fertig ist... Sobald das Plugin fertig ist, kommen auch die Leuchter. Und 100 Minuspunkte. Hier ist was asymmetrisch.
200 Minuspunkte. Oha. Hier ist ein Stück Dirt. Die Frage ist, ist das beabsichtigt asymmetrisch oder unbeabsichtigt asymmetrisch? Unbeabsichtigt. Okay. Ich will Minuspunkte geben. Boah. Hier ist ein Stück Dirt. Okay, das nächste und letzte von mir ist das Gerichtsgebäude. Wir haben uns ein Stück Gravel. Was? Achso, das war ein Gerichtsgebäude. Da waren so, da bei dem Schachpavillon, als ich das gebaut habe, waren so viele Endermen und das eine Mal war da sogar ein Skelett offener Spinne drauf, das mich angegriffen hat. Also ich habe da Blut gelassen, um das zu bauen, sozusagen. Okay, also ich bin am Gerichtsgebäude. Warte, ich habe es noch gar nicht mal innen angeguckt. Was? Ja, gut. Das Schachpavillon. Nee, ich wollte mal, wie du meine Idee umgesetzt hast. Von was denn? Alter, was hast du hier schon wieder gebaut, Mann? In einem Gerichtsgebäude. Ey, also... Ja, muss man nicht drum reden. Naja. Ein kleines Gericht. Wenn da jetzt einfach mehr als 10 Punkte gibt, ist einfach selber schuld, was soll ich sagen. Also ich weiß nicht, da fehlt mir irgendwie das Holz, was verbaut ist noch. Ist mit zu viel Ziegelstein irgendwie. Keine ja, Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo. Also das Holz habe ich jetzt... Noch leere Räume hier oben. Also das Wichtigste fand ich war erstmal, dass wir hier einen Gerichtssaal haben. Ja, und nur ein Gerichtssaal, was soll sowas eigentlich? Also wie viel willst du? Ich weiß ja nicht. Wie viele kriminelle Aktivitäten erwartest du auf Bergkraft? Ja, ja, ja. Viel, ne? Darf ich anfangen, jemanden anzuzeigen dann jetzt, oder? Ja. Ich gehe zurück in meine Höhle, ich bin weg. Was? Was? Hä? Hä? Nee. Was? Also hier. Was? Du bist ja eh wieder teleportiert. Ja. Leider. Genau, dann ist Luis eben aufgefallen, dass die Büros noch nicht eingerichtet sind. Und deswegen habe ich zwei Büros ein bisschen eingerichtet hier. Echt? Ja, das ist das eine hinter der Treppe. Also wenn du von der Treppe aus... okay. Schmackofatz. Zurück ist, dankeschön. Oh, da hätte ich ja, da hätte ich ja ein Bild machen können für den Shelfie Day. Ja, ja, genau. Und das zweite ist den Gang, also Treppe hoch und dann den Gang nach hinten und dann das linke Büro. Das habe ich noch... schöner eingerichtet, glaube ich. Okay. Extra, weil Luis gesagt hat, die sind da noch nicht eingerichtet. Und ich glaube, mehr brauchen wir auch erstmal nicht, wenn wir dann doch unsere erste Gerichtsverhandlung hier machen. Okay. Dann war es das mit Fabi, oder? Dann war es das mit Fabi. War schön mit ihm. Ja, danke. Tschüss dann. Okay. Alter. Dann haben wir, wer will als nächstes? Nächstes Voros. Hey, danke. Also, dann ja, geben wir ja nochmal die Leine. Special Players. So. Okay, vielleicht kannst du nochmal ein besseres Beispiel ja, Luis, geben. Luis, das ist keine gute Zahl, die du da eingegeben hast. Hat er 100 Tim. Eingegeben? Er hat 9900 eingegeben. Jetzt nehmen wir die Punktzahl, die Kilians Gehirn hat? Null. Ja, nee, muss man schon sagen, war schon. Okay, nur null. Und Lea, wir machen normalerweise zwischen 1 und 100. Die richtige Zahl, alles gut. Ist das so? Ich kann das so nicht bestätigen. Bitte ändere die Zahl ab. Was, minus 1000 oder jawohl. Was? Ja, auf jeden Fall. Okay, das nächste habe ich mir aufgeschrieben, die Chestplate, die Jump Boost Schuhe und die 3x3 Spitzhacke. Boah. There is no vote happening right now. There is a vote happening right now. Ja, die sind schon sehr nützlich, muss ich sagen. Also. Oh, wir sollten die Spielzeiten bei Zeiten mal updaten. Ja. Das ist eine ganz schlechte Idee für mich. Ändert sich da nichts. Spaß.
Bei mir ändert sich tatsächlich nichts mehr. Scheiße, ich habe falsch gewotet. Oh, hast du jetzt doch 10 statt 100? Ich glaube nicht, dass es dann 96 gewesen wären. So, aufgeht. Als drittes habe ich Performance im Special, also Hugo hast du dargestellt, dann den Verkäufer der Hexenstube mit einer ganz anderen Stimme. Hugo war ja der Besoffene. Und dann Per Duvinette, der das Rätsel gestellt hat, wieder mit einer anderen Stimme. Das fand ich so geisteskrank, echt. Das. Ich finde, da haben wir uns die guten Punkte eigentlich alle zusammen verdient fürs Special, ne? Leute, was ist ja schon wieder passiert? Wollen wir das vielleicht nochmal probieren und dieses Mal votet Olli nicht 1000? Ich bin abgerutscht. Abgerutscht? Nein. Boah, ich musste es auch rausnehmen, dass es automatisch den Vote beendet, wenn alle gewotet haben, Mann. Ah, herrlich. Hä, ja, aber ich finde, du hast echt eine hohe Punktzahl da verdient, ey. Okay, sollen wir nochmal voten oder wollen wir das? Der Vote läuft doch schon wieder. Achso, okay. Guten Morgen, Fabi. Wirklich so? Wow! Das ging viel zu schnell, um das zu registrieren hier. Okay, dann. Hey, hey. Hey, Zweiger, hey, Zweiger, hey, Zweiger. Tobi. Okay, machen wir mit mir weiter, okay. Habe ich als nächstes auf, also wenn jemand anders. Machen. Oh je. Okay, dann. Wie viele Sachen habe ich? Keine Ahnung. 11. Oh nein, jetzt geht das schon wieder los. Oh nee, du hast schon wieder über 10 Projekte. Wollen wir nicht eine Special-Folge zu tun? Ja, können wir die irgendwie, die Punkte-Runde Nummer 6 irgendwie morgen aufnehmen? Das sind kleine Sachen. Mit Tobi. Das sind wirklich kleine Sachen, ja. Das sind wirklich nur kleine Sachen. Oh, Leute, ich auf dem Server. Das geht schnell. Okay. Es ist 21 Uhr. Okay, schaffst du. Ich habe 4 Stunden geschlafen. Also wenn wir noch länger. Wenn wir noch länger diskutieren, dauert es noch länger. Also fliegst du ganz schnell dann zu deinen U-Bahn-Stationen? Ich habe mich noch gefreut. Oder was? Handelskammer, Hotel und Bambus? Warte, ich bin bei Handelskammer. Wann kommt die Punkterunde raus? Mitte März. Boah. Wieso? Na, ich will mir die Reaktion ja angucken. Ah. Warte, was bewerten wir jetzt gerade? U-Bahn-Station. Heute bewerten wir Dickpics. Handelskammer. Entschuldigung, dass ich das gerade ignoriert habe. Was? Das, was du meintest, was wir heute bewerten. Okay. Ja, Autismus kriegt schon wieder komplett. Nein. Okay. So schlimm ist es nicht. Nein! Nein. Ja, okay, oha. Okay, wir haben schicke farbliche Gestaltung. Wir haben Schilder, die eindeutig und unmissverständlich sagen, in welche Richtung man hier fahren kann. Unmissverständlich, ja. Richtung Spaven und Richtung Hotel. Spaven und Hotel. 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 Hostel. Hier war früher mal die Iron Farm drin. Richtig. Bis Tobi sie kaputt gemacht hat. Was? Ja, und zum Ausgleich, hat er daraus jetzt eine U-Bahn-Station gemacht. Hey, ich habe bei der Eisenfarm Haus drumherum gebaut. Warum funktioniert denn das jetzt nicht mehr? Extra Spawnfläche gemacht, dass die scheiß Iron Golems den Zombie umbringen können. Das nächste ist U-Bahn-Station Hotel. Ich bin schon da. Ah, super. Nicht so schnell, ich bin nicht so schnell, mein Hirn ist zu langsam. Ja, du willst aber früh schlafen gehen, ne? Dann liegt's aber nicht an Casa. Doch, wenn der keine 11 Sachen gebaut hätte. Ah, die hat ja so einen Ausgang am Hotel. Wie habe ich die vorhin übersehen? Oh, das war übrigens noch lustig, dass ich die Brücke gebaut habe aus diesen Steinen, aus diesen Prismarinen und dann hat Tobi, ohne meine Brücke gesehen zu haben, aus denselben Steinen die U-Bahn-Station den Ausgang hier gebaut. Wow. Ja. Alter, Real Talk, ich bin vorhin hier 10 Minuten rumgestanden. Wie habe ich diesen Eingang übersehen? Vielleicht bist du müde. Dumm. Ja, ich bin beim Bett dumm. Nach müde kommt doof, weißt du doch.
Nee, bei mir andersrum. Fühl dich umarmt, Voros. Ja, oder genau. Fand das auch schön, dass diese Seite hier so aussieht wie diese Seite. Nächstes ist U-Bahn-Station, Bambus und Zuckerrohr. Ich finde die aber mal richtig cool, ey. Du findest alles richtig cool. Ich würde dir 1000 Punkte geben. So wie Olli davon. Also erstmal ist es lustig, dass es praktisch hier von der Zuckerrohr- und Bambusfarm jetzt diese Eingänge zur U-Bahn-Station gibt. Hier runter. Auf beiden Seiten. Und dann kann man sogar, wenn man hier ankommt, erkennen. Nicht nur reinschauen. Nicht nur, genau. Man kann nicht nur sehen, dass hier Zuckerrohr und Bambus wächst, sondern sogar auf welcher Seite was. Boah, das ist heftig. Extra für Olli Bambus hier reinplatziert. Yes. Ja. Vote 1000. Bitte. Bitte, bitte, hör auf. Was ist das nächste, Fabi? Performance im Special. Und danach willst du die Verfeinerung vom Wüstendorf? Also die Dächer? Was? Die Dächer beim Wüstendorf, willst du die auch noch? Ja, die sind da neu, ne? Ja. Aber wir können erstmal Performance, dann kannst du da schon mal hinfliegen. Was Performance? Ach, Performance von Acting Performance. Genau, also Tobi war ja Abenteurer Nummer 1, der ganz am Anfang den Brief vom Magier bekommen hat und dann. Und der den Parcours geschafft hat. Und den Parcours. Unfair. Einfach nur die Wahrheit. Ist mir egal. Also was ich positiv erwähnen sollte dabei, ist auch, dass er so ein bisschen Running Commentary mäßig gesagt hat, was er zum Beispiel in Kisten gefunden hat. Was ist das Fabi, das mir gesagt hat, dass ich das machen soll. Genau, also was ich ja als der aufgenommen hat, nicht sehen konnte, das war richtig. Das war genau. Das nächste sind die Zwiebeln, Zwiebeldächer im Wüstendorf. Dafür wäre wieder Tag ganz lustig, ne? Du könntest doch mit Nacht machen. Aber bei Nacht sieht man die nicht so. Hier scheint die Sonne so schön. Nur die Dächer jetzt, oder was? Nur die Zwiebeln. Ja. Genau, das Wüstendorf. Die Zwiebeln. Das Wüstendorf selber haben wir ja schon bewertet, ne? Da ist mein ganzes Iron draufgegangen für. Ja, wir haben, Iron? Kupfer. Ja, meine ich ja. Wir haben noch ein bisschen Kupfer. Wir haben eine Kupferfarm. Nee. Doch. Naja, die kannst du auch vergessen. Oha. Abzug. Wenn du dich mit Looningen 3 hinstellst, dann geht's eigentlich, oder? Was? Wenn du dich mit Looningen 3 hinstellst, dann geht's eigentlich, oder? Hä? Wie bekommt man. Hä? Bei der Baumfarm. Ah, da müsstest du wieder dort stehen. Ja, ist schon klar. Die Drown Farm ist auch irgendeine Farm, die keine Sau benutzt. 69. Die habe ich tatsächlich benutzt, um die Brücke zu bauen. Und wahrscheinlich hat Tobi die auch benutzt für die U-Bahn, oder? Station? Was? Die Drown Farm? Prismarine? Das ist nicht die Drown Farm. Ach nee, das ist die andere Farm. Nee, ich habe die andere Farm habe ich dafür genutzt. Ja, genau. So, was kommt als nächstes? Denk mal Smelter, oder? Ja, machen wir gleich. Was hast du drauf stehen? Als nächstes habe ich sonst Nether. Wir machen erstmal das Overworld. Ja, machen wir erstmal Overworld. Gut, dann habe ich da Schalker Farm. Das ist nicht Overworld. Hä? Clay Farm. Warte, Clay Farm, String Farm. Clay Farm ist auch nicht Overworld. Okay, dann habe ich noch auf dem Weg zum Autosmelter hätte ich noch die Gänge beim großen Kistenlager. Oh Mann, was soll ich denn da bewerten? Das siehst du gleich. Achso, warte. Und Tobi erklärt es bestimmt auch mal. Was soll ich denn erklären? Das war eine Stellenidee. Gänge zum großen Kistenlager. Ich bin da, ja. Was, wir haben Gänge zum Kistenlager? Genau. Den Boden hat Tobi komplett gebaut. Boden und der Decke. Und die Decke und die Mitte hier, die finde ich besonders cool. Ich
wollte gerade sagen, das ist irgendwie ein bisschen kleiner geworden hier, ne? Kleiner ist es nicht geworden. Ja, also klaustrophobischer oder so. Weil es nicht mehr aussieht wie eine Höhle. Ich möchte anmerken, wie anstrengend es ist, hier die Treppen an der Decke zu platzieren. Das meine ich ja, dass das... So, dass sie sich nicht verbinden. Weil die sich nicht immer so verbinden, wie sie verbinden sollen. Ja, die verbinden sich, obwohl sie sich nicht verbinden sollen. Und das schöne Muster in dem Boden. Oh Gott, das auch noch. Und in der Mitte hier. An der Decke und am Boden hier in der Mitte. Es sieht mega nice aus, auf jeden Fall. Aber es hat jetzt nicht wirklich viel lang gedauert. Ich denke mal 3 oder 4 Stunden oder so. Okay, dann gibt's doch nur noch... 4 Punkte habe ich gegeben. Ich gebe auch 4 und... Oh, 74. Oha, habe ich das jetzt predicted? Ja. Okay, Tobi, fliegst du gerade schon weiter? Smelt, oder? Genau. Bin ich. Genau, da hat Tobi nämlich ein paar Verbesserungen. Optisch und teilweise auch praktisch. Oder willst du, ja, du erklärst erstmal, ne? Ich glaube, dass Casario Lolo. Kilian, das hast du auch noch nicht. Ich habe erstmal die Teppichform etwas aufgeschönert und verdoppelt und erhöht mit sehr vielen Kisten, damit wir sehr viel Teppiche haben. Hier ist schon wieder ein Pistenglitch. Ja. Was? Rechte Minecraft fährt nicht los, also das linke Minecraft fährt nicht los. Da hat irgendjemand den Chunk unloaded, während das am Baden war. Ja, also doch. Und innen drin habe ich mal den ganzen Boden gemacht. Und dass man unten lang gehen kann, um die Öfen manuell zu befüllen, wenn man jetzt 15.000 Clay reinhaut. In die Öfen. Ja. Und ich habe genauso oben noch die ganzen Kisten nochmal verdoppelt, verdreifacht. Dass nicht nur eine Doppelkiste da steht. Hier steckt ein Minecart fest. Genau, hier oben. Ach ne, nicht schon wieder. Wo ist es? Nee, das ist gewollt. Nee, die müssen da so stehen. Ich dachte schon, ey, wirklich. Nicht schon wieder. Genau, also wenn man jetzt hier ein paar mehr Sachen durchhaut und nicht abhaut, also den Chunk nicht unloadet, dann kann das hier durchlaufen in die Kisten, wo hier jetzt viel mehr von sind. Oh, hier ist sogar schon was durchgelaufen, sehe ich gerade. Noch mehr Copper und Stone. Und, oh, Smooth Quartz, das ist, glaube ich, meins. Smooth-System ist am Arsch, das müssen wir nochmal machen. Schmusequarz, ja. Ach ja, das Schmusekatze. Ist irgendwie alles im Arsch drin. Oh, oh. Nee, das machen wir so. Und wie werden jetzt hier die Teppiche produziert? Gar nicht. Die werden nur produziert, wenn ein Ofen nicht voll mit Teppichen ist. Ich schätze mal, dass Tobi das System nicht umgebaut hat, oder? Sollte der Ausgleich wieder vor sein. Ja, genau. Und wenn wenn der erste Ofen keine Teppiche mehr hat, dann kommt hier ein Redstone-Signal hin und dann fängt der Carpet-Duper hier an zu arbeiten und das ganze Zeug geht in die Hopper rein. Achso, doch, das habe ich umgeändert. Auf was? Manuell. Dass wir den Teppich vor manuell ein- und ausmachen. Oh, okay. Wenn wir die einmal anhaben, meistens als noch egal. Formulierung. Ja. Ich hätte eine Frage, ist die, warum ist denn die Tür hier auf? Hä, ist doch normal. Ich dachte, die Türen hätten dann... So ist nichts, das geht ins Netto. Okay, vergessen wir es einfach schnell. Ja, genau. Schreiben wir uns auf für später.
ich kann leider nicht in den Nether. Wieso? Weil es Spectator ist. Ja. Boah, mein Dorf ist so schön. Ich fand ganz Bergcraft total schön. Ja. Danke. Das ist ja mein Bergcraft auch. Also jetzt bin ich im Nether. Okay, geht's erstmal um die Verschönerung. Ja. Ich wurde nicht teleportiert. Ich schon. Jetzt wurde ich teleportiert. Und zwar eigentlich größtenteils den Weg zum blauen Haus Holz gemacht. Aber auch die anderen Wege habe ich ein bisschen mit. Oh boy. Also ist ein Diorite. Also Lea, siehst du mich? Siehst du meinen Kopf, Lea? Ja. Okay, dann hier lang. Weg zum blauen Holz. Es geht um den Weg, also Boden, dass der so abwechselnd Pandafarben ist hoch, abwechselnd weiß und Schachbrett und dann die Wände und die Decke mit den mit diesen Zwischenelementen. Ne? Das ist ein sehr langer Weg. Das ist ein sehr, sehr langer Weg. Dafür habe ich Diorite gefarmt. Cool. Genau dafür. Jetzt siehst du mal, wofür du das alles gefarmt hast. Das ist doch schön. Alter, ist der Weg lang. Und hier außen ist wirklich der Nether, ne? Damit man das mal sieht hier. Der Nether hat ihn nicht aufgehalten. Gut, das ist, du hast nicht nur ein blaues Biom, wenn ein Stück weiterfliegst, hast du noch ein größeres Biom und du hast vor allem noch ein riesen Rotholz-Biom. Ich finde das auch schön, wenn man hier rausfliegt, erstmal durch den ganzen Gang und dann fliegt man hier raus und sieht dann das, dieser lila Himmel und davor diese blau-grünen Bäume. Irgendwie wird es genug, wie weit dieser blaue Wald vom Spawn weg ist. Irgendwie. Wahnsinn, ja. Stimmt. Da wird gleich zwei Wälder nebeneinander fallen. Stimmt, da war noch der blaue Wald. In Richtung Südosten hast du noch einen blauen Wald. Ja, genau. Bisschen weiter. Der Weg ist ja endlos. Bist du noch nicht? Okay, Bauzeit. Keine Ahnung, wie lange ich daran gebaut habe. Immer wenn Diorite da war von Ali. 10, 20, 1 oder vielleicht doch 2. 10, 20, 1. Also 10.201 Punkte. Was? 10.000? 201 Punkte. Mhm. Genau, 10, 20, 1. Ja, yeah, ich habe ein Achievement gemacht. Ja, Lea auch. Yay. Yeah. Oder, das ist nicht euer Ernst, oder? Luis. Ach, herrlich. Hä? Ihr habt 10.200. Dieses Mal nicht 10.000 Worten, dankeschön. Ich finde schön, dass mein Wort gleich gesetzt ist. Ach, herrlich. Okay, dann kommt deine Farm noch, ne? Die können wir ja auch so ansagen. Oder willst du die unbedingt zeigen? Also wir hatten die noch nicht in der Aufnahme. Wird zwar ein bisschen länger jetzt, aber... Bisschen. Wie viele Farben sind das denn nochmal? Du kannst ja auch Screenshots davon machen. Außer jemand möchte die noch sehen für die Punkte. Das ist die Clay-Farm und die Schalke-Farm. Und die String-Farm. Die String-Farm ist Overworld. Warum haben wir die denn nicht noch gemacht? Okay, alle Farmen einzeln oder jede oder alle zusammen? Ich will die jemand sehen? Wahrscheinlich nicht.
Ja, dann alle Formen einzeln natürlich. Ja. Was? Punktegeier. Punktegeier. Schlimmer als Simon. Ach man. Jesimon Luiske. Was? Was? Jester was? Privilege und Simon Luis waren gerade irgendwie so entwined. Könnt ihr gerne mit der Stringform anfangen? Weil da können wir noch die. Ja, da bin ich gerade. Herrlich. Okay. String Farm. Dann sehr gut. Sehr schön. Gesagt, alle Kisten sind natürlich. Erzähl mal von der String Theory. In welche Himmelsrichtung muss ich ausgerechnet sein? Hey, das sehe ich zum ersten Mal hier. Warte. Ja. Ach nee. Richtung Norden muss die ausgerichtet sein, sowas. Ganz wichtig. Genau, da. Hä, wie funktioniert das? Ja, also muss halt Richtung Norden ausgerichtet sein. Das ist alles. Du baust ein paar Kisten und richtest die nach Norden aus, dann kommen da Strings rein. Genau. Hä, nein, was labert ihr? Funktioniert grandios. Ich glaube, innerhalb 10 Minuten sind die 4 Kisten voll gewesen. Ja, aber wie, ich check's nicht. Ja, weil es nach Norden gebaut ist. Ja. Ja, wie, weil es nach Norden gebaut ist? Was ist das für eine Aussage? Also wenn du hier reinfliegst, dann ist hier so ein... Genau. Das ist wild. Ja, aber was ist hier denn? Hier ist ja nichts. Ja, es ist nach Norden gebaut. Also hä? Diese... Hier, die Mechanik jetzt zu erklären, das ist ja Nüsse. Ja, die Mechanik ist, dass es nach Norden gebaut ist. Ja, aber wo ist denn der Spawner? Oder brauchen wir keinen Spawner dafür? Ja, oder? Du hast hier doch die Strings... Hast du hier, die hast die Trapdoors, du hast einen Hebel. Mehr brauchst du nicht. Und die Trapdoors machen die Strings kaputt und die Strings fließen dann hier so nach Norden. Ja, ja genau. Ah, das ist wieder so ein Duper oder was? Ach, keine Ahnung. Ja, aber der Carpet-Duper funktioniert in jeder Himmelsrichtung. Okay, Effektivität 100, Aussehen 0. Hallo, hätte ich das... Leicht sich auf 95. Ich hätte auch das Erdbeet in Erdklotz stehen lassen können. Also. Ich glaube, ich habe zweimal gewotet. Ist das schlimm? Nein, naja. Das zweite überschreibt. Achso. Wie viel geben wir denn dafür mal? Hupi kriegt wegen meinen Farben Punkte. Sehr cool. Schon wieder 74. Oha, magische Zahl. Also Clay Farm. Dann kommt die Clay Farm und die... Schalker. Oh, Schalker Farm ist sehr praktisch. Ich meine Clay auch. Clay Farm auch. Clay auch, das tatsächlich. Durch die Clay Farm ist Gerichtsgebäude entstanden. Stimmt. Schauen wir uns die an oder soll ich einfach Vote starten? Ja, mach einfach Vote. Ja, Clay Farm ist im End. Ich sollte für meine Ideen Punkte kriegen. Clay Farm, ja. Also der hat mir wirklich sehr geholfen. Ich kann mir mal einen Screenshot reinschicken oder so. Oh ja, das wäre cool. Sieht schon eindrucksvoll aus. Ja, Fabi, ich möchte dann bitte für meine Ideen Punkte haben, ne? Ich würde dir 100.000 Punkte geben. So, two fat ladies. Oha, wie ich einfach ignoriert werde. Was hast du gesagt? Ich liebe dich. Danke, Luis. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich sollte für die Ideen, die ich hier reinbringe, auch Punkte kriegen. Du, wenn du dran bist, kannst du sagen, wofür du Punkte haben möchtest. Nein, alles cool. Ich meine, Tobi baut die Farm ja, das ist schon supi. Nee, also jeder kann jederzeit sagen, oder wenn, also sagen, dafür möchte ich. Ich würde gerne zweimal Punkte für meine Höhle bekommen. Abgelehnt. Einmal jeweils. Ich hätte so gerne mehr Punkte. Ja, du hättest sagen müssen, jede Insel muss einzeln verwertet werden. Da hättest du schon mal ordentlich Punkte gemacht. Wenn man was? Jede deiner Inseln einzeln bewerten da oben. Ja, Mensch, was soll ich denn sagen? Hey, ich will ja auch nicht eure Zeit stehlen. Ich meine, ich heiße ja nicht Casario Lolo. Wer hat denn noch nicht gewotet? Ja. Ah, ihr seid so die Süßis, ey. Wer hat denn noch nicht gewotet? Oh. Ich liebe diesen Reminder, es ist so schön. Kannst du mir so ein Auto-Vote-Plugin geben?
Mit 100. Und dann noch kommt noch die Schalke-Form. Als wer Schalke-Boxen haben möchte, meldet sich bei mir. Schalker Farm ist wirklich eine bombastische Sache. Hey, was geht? Und wenn man schon wieder mein Inventar sieht mit den ganzen, also mittlerweile habe ich ja auch Schalker Boxen und ich habe bei mir im Haus noch ganz viele. Schon praktisch. So, mehr war aber nicht bei mir, oder? Du hast du noch was aufgeschrieben? Nee, das war's. Ja. Ach, das war's schon. Schön. Okay, ich habe noch eins bei Tim, eins bei Max, zwei bei Olli und Lea hat ja auch schon was gebaut. Wir machen erstmal die, die da sind. Okay, dann machen wir Lea oder Olli. Könnt ihr euch streiten. Olli. Ladies first. Ich habe halt nichts, weil ich baue halt nicht. Du hast zwei Sachen. Ja, wuhu. Deine Höhle und trotzdem deine Ladies first. Und wenn du, genau, wenn du Punkte für was anderes noch haben willst, wie zum Beispiel deine Höhle, dann kannst du das sagen. Ich möchte einfach so Punkte haben, passiv, so ich als Geldanlage. So. Ich will einfach Punkte haben. Für nix, ja. Okay, warte. Starte mal ein Vote für nix. Gib null. Ich vote. Also Lea, fliegst du schon mal dahin, wo du was gebaut hast? Sie ist stumm. Ich hab die ganze Zeit geredet. Ja, ich dachte es nicht. Oh nein. Was meinst du mit die ganze Zeit? Die ganze letzte Stunde, oder? Sie war sehr lange stumm geschaltet, auf jeden Fall. Oh mein Gott, ey. Dafür ist ein zweiter Bildschirm sehr, sehr praktisch. Wenn nicht, bin ich auch da. Kann ich auch zu mir teleportieren. Ja, das wäre gut. Oh. Okay, was hast du denn alles gesagt? Oha, wo bin ich? So, wiederhole jetzt nochmal alles, was du in der letzten Stunde gesagt hast. Oh, sehr sympathisch, sie hat Bambus. Tschüss, ja, das gibt 1000 Punkte. Wenn du noch einmal 1000 Punkte, wenn du noch einmal 1000 Punkte votest, dann banne ich dich von diesem Scheißsamer, Mann. Oha, was für ein Rassist, ey. Okay, das dritte Mal hatten wir das denn schon, dass wir den Vote neu starten mussten, weil am Ende 2000 rausgekommen sind. Hey, aber für Bambus? Aber für Bambus, ey, locker. Boah, ich bereue das richtig, dass ich keinen Check eingebaut habe, dass es zwischen 1 und 100 liegt, ey. Also ich finde den Woodstack schick. Das Dach ist schick. So ein Dach haben wir, glaube ich, bis jetzt noch im Hexenhaus gehabt. So ähnlich von der Form her. Hexenschuss. Oh, ich habe das Dach so scheiße gemacht, ey. Aber ich hatte dann keinen Bock mehr, es anders zu machen. Ach so. Und endlich mal jemand, der aus Cobblestone baut. Ja, aber nicht nur, das ist ja der Witz daran. Ich finde, es ist mir irgendwie zu wenig Holz. Ja, hier ist ja nur... Nee, also das Gerichtsgebäude, das war mir auch zu wenig mit Holz gebaut. Ich habe auch keine Ahnung, warum wir da 100 Punkte drauf gegeben haben. Warst du da etwa nicht drin? Nö. Das mit der Lampe hier vorne finde ich auch schick. Das mit dem, überhaupt das hier, das von oben. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Simpel, aber wunderschön. Mir du bist dir wunderschön. Gar nicht. Das weiß ich. Okay. Sprich dich aus. Wow. Was ist passiert? Besser als erwartet. Ignorieren wir einfach, was Louis gemacht hat. Okay. Macht er immer noch was? Oh mein Gott. Nee, aber Louis hat, wie viel hat er gebaut am Anfang? 9.523.123.141. Diese Zahl ist zu groß für die Integer-Variablen in Java. Das Glück, dass der Server nicht abgestürzt. Oh, da ist er weg. Aha. Wundert mich, dass das es keinen Fehler geworfen hat. Müssen wir jetzt nochmal voten?
Nein. Das hat doch funktioniert, 82. Das ist schön. Ach, und da sehe ich sogar schon die Brücke, aber. Und das Weizenfeld. Willst du dafür auch schon Punkte haben? Ich muss nicht. Für das Weizenfeld. Oh. Kannst du sagen, also. Lass uns derweil mal wachsen hier. Ja, das war ich ja auch die ganze Zeit. Alle gehen hier hoch und runter. Ich brauche das Knochenmehl her. Lea, willst du es bewerten lassen? Nein, nein, macht weiter. Gut. Okay. Schaut es nicht an, bitte. So, dann Olli, oder? Jo. Das, Olli. Das erste ist... Lea hat noch so eine Brücke. Die nein! Muss kriegen. Will sie nicht bewerten lassen. Nein. Noch eine. Okay. Das erste ist Farming, also Olli, kannst du mal erzählen. Ja, was gibt's da jetzt groß zu erzählen? Ich sammle euch die ganzen Baumaterialien, also nicht die ganzen, aber ein Teil. Ganz viel, genau, und da hast du uns schon ziemlich krass mitgeholfen. Also sämtliches Diorite, was Tobi verbraucht hat zum Beispiel, oder das Andesite, was ich, womit ich den Eingang zum Kistenlager gebaut habe. Ja, aber das ist ja jetzt auch nicht, das mache ich ja jetzt immer nur nebenbei, also das ist ja jetzt auch nicht so... Ja, das ist schon viel. Inakzeptabel, ne, das wird als Projekt angesehen. Wir können ja mal zu deiner Höhle fliegen. Also eigentlich ist es ja nur die Ausrede für mich, nichts bauen zu müssen, so, ne, das ist ja so... Okay, dann gibt es aber ja, dafür doch... Aber für uns. Dann gibt es vielleicht doch weniger Punkte, als ich dachte. Ach, alles gut, bin ja auch nicht so punkteversessen. Kann ich meine Punkte verschenken oder verkaufen oder so? Ja, an mich. Dazu sagt Kilian, glaube ich, gleich noch was. Was sage ich? Ja, ich hätte... Zu den Punkten. Ich hätte richtig Bock auf so ein richtiges Handelssystem. So. Ihr wollt jetzt wirklich so in mein Reich unter der Pyramide kommen, oder was? Also für die Aufnahme bin ich da erstmal hingeflogen. So. Alter Luis, hör auf, 1000 Punkte zu voten. Ich krieg Schlaganfall. Hä? Ja, cool von euch. Danke, danke. Ich liebe dich. Oh. Ja, sonst habe ich halt hier nur... Weiß nicht, wo bist du gerade, Fabi? Wo stehst du? Ich komme wieder raus. Hier. Das nächste, sonst hast du nämlich zwar natürlich die Pyramide gebaut, aber auch du hast im Special mitgemacht, und zwar als Abenteurer 2 und hast für jede Menge... Unterhaltung gesorgt. Oh ja, für diese Tierquälerei, ne? Da will ich jetzt aber mindestens 100 Punkte von jedem von euch, ne? Warum mindestens? Also. Ich bin ein Parcours gezwungen, ne? Oha! Genau, also fangen wir mal an. Du hast den wie oft gefailt? Ich will ja nicht sagen, aber am Nachmittag, bevor wir das Special gemacht haben, hat Fabi irgendwie um 3 Uhr geschrieben, können wir nochmal alles testen, dass alles funktioniert? Und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, man könnte ja ein Checkpoint-System bauen. Habe ich eine Stunde dahingesetzt, dieses scheiß Checkpoint-System gebaut und am Abend rennt Tobi da in einer Minute durch und Olli fällt 30 Mal runter und schafft es nicht mehr bis zum ersten Checkpoint. Banger. Ja, cool, ja, danke. Ihr seid süß. Ihr süßes. Danke, danke. Oh, herrlich. Okay, dann. Olli, möchtest du noch was bewerten lassen? Also das war nur Spaß mit meinen Ideen, also. Nö, eigentlich nicht. Ich bin durch so. Okay, dann habe ich noch Max und Tim. Was ist was für Tim? Ja. Aber Tim in den letzten 4 Monaten noch selber. Hast du mein Dokument nicht gesehen? Ach stimmt, du hast mein Dokument geschickt. Zweimal sogar. Fabi, du hast mir gestern neu geschickt, ja. Wo ich gestern... Alter, nee. Wann hast du mir das geschickt? Um 1 Uhr? Ja, 3 Stunden. Um 3 Uhr! Oder okay, 1 Stunde, bevor du aufgegangen bist. Yes. Warum soll ich mir um 3 Uhr nachts ein PDF durchlesen? Dann kennen wir das. Das solltest du ja nicht. Ja, dann passt alles. Oi. Dachte mehr so an heute vielleicht. Zwischen aufstehen und aufnehmen. Nein, alles gut. Wenn ich da dran denken würde. Deswegen habe ich das ja auch offen. Also Max oder Tim zuerst? Tim. Okay, ich bin da. Mich jetzt sehr, tatsächlich. Frage. Warum machen wir das eigentlich nicht, wenn die da sind mal? Weil es ist ja eigentlich deren Projekte so. Und wenn wir die jetzt so bewerten, so, wenn die nicht da sind, ist das ja eigentlich voll... Das ist voll schön, wenn die auf den Server kommen und dann feststellen, oh, wir haben wieder Punkte. Ich habe endlich Punkte. Echt? Ja, cool. Okay. Dann vergesst das.
Und das ist ja auch deren Nachteil, wenn sie dann nicht die Gelegenheit nutzen, Punkte geben zu können. Nee, das ist unser Nachteil. Was kommt denn jetzt, Mann? Also ich bin da, soll ich sagen, wie es heißt? Nein. Mysteriöses Projekt. Doch. Okay. Es ist der Kreisverkehr. Ich habe mal die Punkte unten durchgeschaut. Dafür haben wir tatsächlich noch keine Punkte gegeben. Ehrlich? Ja. Auch die Spitzhacke Kreisverkehr. Genau, es geht in diesem Kreisverkehr mit diesem schicken Brunnen mit der Spitzhacke da drauf. Der im Weg steht. Der gnadenlos im Weg steht, wie alles, was Tim gebaut hat. Jemals. So, und ich erkläre das gleich. Aha. Aber die Spitzhacke sieht nice aus. Ja, ne? Und dann, das sieht, dieser Ring sieht von einigen, aus einigen Perspektiven so aus wie so eine Hand, die diese Spitzhacke hält. Hand. Mhm. Ja, eine Spitzhacke hält man ja öfter mit der Hand. Sieht mir eher aus wie ein Finger hier oder so. Ich sag ja aus einigen. Ich bin an dem Punkt. Der Ringfinger. Okay. Bitte nicht übersteuern. Laut. Bitte nicht übersteuern. Tschüss, wie laut. Ich bin an dem Punkt angekommen, dass ich 15 extra Punkte gebe, weil es im Weg steht. Das will schon was. Ich mag heißen. Den Final Score. Das habe ich mir gedacht. Glaubst du, irgendjemand hat einen finalen Score von 180? Ich glaube, Lea hat schon wieder vergessen, dass sie stumm ist. Ich hasse es hier. Oha! Oha, sie hasst uns. Warum stellst du dich überhaupt stumm? Verständlich. Warum stellt man sich stumm, Tobi? Sag mir ein paar Gründe. Vielleicht muss sie pupsen? Oh, da hast du gepupst, Tag. Das könnte es sein, ne? Oh nein. Vielleicht hat sie Nudeln gegessen. Okay, Dann muss man sich nicht muten, um Nudeln vielleicht zu essen. Vielleicht hat sie gerade jemand mit ihrer Küchenaxt geschlagen. Okay, also, wir hatten noch eine Sache. Oje. Eine letzte. Und zwar von Max, die Performance im Special als Verkäufer im Bullauge. Slashvote 100. Ist noch nicht gestartet. Und das war hier in diesem schicken Raum. Welcher schicke Raum? Da, wo ich war. Und nicht nur als Verkäufer vom Bullauge, sondern auch als Wirt im Düsterwald. Last second. Weil Tim nicht da war. Ja, genau. Ja, Max mag ich. So, dann war's das, oder? Bobby scheint dort punktemäßig sehr gut drauf zu sein. Ja, der gleicht gestern wieder aus. Und du hast, ich sehe gerade, Kilian, du hast... Was, gestern? Gestern? Als letztes Mal. Und Kilian, ich sehe, du bist immer noch an der Spitze mit Punkten. Ja, weil ich noch keine Punkte gesetzt habe. Ach so, okay. Wow. Ich schreibe die Parallelen nur die ganze Zeit mit. So, und was war euer Highlight heute? Jetzt, wir sind fertig. Mein Highlight. Also mein Highlight ist auch das Ende, muss ich ehrlich gestehen, weil ich muss schon die ganze Zeit den Louis machen. Was? Das verstehe ich nicht. Aufgehen. Ich muss aufs Klo. Ich muss kacken gehen, ja. Warum, was hat das mit mir zu tun? Er geht immer mit der Punkterunde. Ja, warum denn nicht? Wenn ich aufs Klo gehe, gehe ich aufs Klo. Oha, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Was war euer Highlight heute? Ja, und damit sind wir dann auch angekommen am Ende. Okay, schön, Luis. Mit dem Tech. Luis, was war dein? So durcheinander. Achso, kannst du in der Zwischenzeit schon mal die Punkte zusammenrechnen, damit wir so ein Final Score... Bin ich gerade dabei. Dankeschön. Okay, in der Zwischenzeit. Luis, was war dein Highlight? Ich habe die Tore aufgemacht zu einer neuen Welt. Boah, gesprochen wie ein Löwe. Boah, schön. Lea, was war dein Highlight? Ich habe ein Achievement bekommen für absolut nichts. Nice. Super. Olli, was war dein Highlight?
Zeit mit euch zu verbringen. War super cool und alles. Oh, schön. Fabi, was war dein Highlight? Mein Highlight war, Zeit mit euch zu verbringen. Nein, okay. Also mein... Nee, war nur Spaß. Das war natürlich nur Spaß. Also ich will es eigentlich nicht doppelt nennen, aber mein Highlight war tatsächlich, als ich die Tore öffnen durfte zu Luis anderer Welt. Ich saß, also du wirst das in der Facecam sehen, ich saß da, ich konnte es nicht glauben. Das war tatsächlich mein Highlight. Okay, Tobi, was war dein Highlight? Gute Frage. Punkte bekommen. Und das ist eine super Antwort. Mehr Punkte geben als beim letzten Mal. Oh, geil, ich liebe dich. Cool. Und Kilian, was hätte ich keine Freundin, würde ich auch sagen, ich liebe dich. Das kannst du auch so sagen. Dein Maul. Kilian, was war dein Highlight? Von dem Call oder von dem Tag? Von der Runde heute. Ich habe keine Antwort. Also sprachlos, vor lauter Begeisterung. Sprachlos, wunschlos glücklich. Wie ins Zumindest Bett, junger Runde Mann. So, ich würde gerne in den Game Mode 0 gehen und meine Elytra haben noch. Oh ja. Okay, jetzt bitte alle auf den Boden. Ich setze alle wieder auf Survival. Alles ja, klar. Und ich bin 5, 4, 3, 2, 1. Wenn jetzt irgendjemand stirbt, dann seid ihr selber schuld. Treffen wir uns am Spawn, oder? Ah, sehr schön. Ja, ach so, genau. Treffen wir uns am Spawn. Okay. Danke. Danke. Ich fliege da nochmal hin, damit wir ein bisschen Ausblick nochmal haben. Und dann treffen wir uns zum Spawn für den Final Score. Final Score gibt es für mich nochmal extra Punkte. Also Final Score ist das, wo wir jetzt gelandet sind, durch die ganzen... Final Countdown. Oh, ich komme mit dir schlafen. Okay. Gute Nacht. Gunnar. Wer ist Gunnar? Gunnar! Wieso habe ich eigentlich Oak Planks im Inventar? Achso, das sind die, die ich von Louis abgebaut habe. Die von der Mine abgebaut hast. Genau. Willst du die wieder haben? Als du sein Tor geöffnet hast. Genau. Boah, geil. Hier. Also Leute, das war's mit der Punkterunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Noch nicht, denn es kommt noch der Final Score. Und der Random Fact. Ja, ich hatte ja gesagt, vielleicht gibt's heute gar keinen, weil wir schon seit... Was? Seit einer Dann. Stunde 49 Minuten aufnehmen. Oder möchtet ihr unbedingt einen Random Fact? Unbedingt. Okay. Ich finde ja, der gehört voll dazu, ey. Okay, also. Random Fact für... Nein, nicht dein Ernst. Was? Oh, ist das gerade schön. Wow. Nicht dein Ernst. Ich bin überhaupt kein Wort mehr. Ist nur ein ganz kurzer. Und zwar, erinnert ihr euch ja am Special, hatten wir eine Währung und das waren Angels. Ja. Und der Random Fact ist, es gab tatsächlich mal Münzen, die Angels hießen. Und zwar waren das diese... Angels Never Die. Und die hatte ich in der Hand gehabt. Genau, den hatte... Stellt sich das auch scharf? Angels okay, never die. I think I'm not an angel. Ich blende because es. I died 100 times. Ich blende es ein. Also es ist eine Goldmünze gewesen aus dem Mittelalter in England. Das war ein Viertelpfund wert und hieß Angel. Weil da ein Engel drauf war, nämlich der Erzengel Michael. So, das war ein ganz kurzer Random Fact. Wie heißt das? Also, ich hätte die Final Scores ready. Okay, erstmal nicht verspannt. Schon im Scoreboard sieht man es eh schon, das ist schon alles geupdatet. Okay, könnt ihr euch alle an den Spawn stellen? Ja. Ich bin immer noch vierter Mann, ich schwöre, es macht gar keinen Sinn. Okay. Ich muss noch mehr Höhlen bauen, glaube ich. Okay, Final Score, Luis. Final Score, Luis, er hat dazu gekriegt 449 Punkte. Mhm. Ich habe jetzt nicht mitgeschrieben, wie viele Projekte es waren, aber ich glaube, es waren 5. Also ein insgesamt Score von 1245. Dann hat Fabi einen
Score von 798 Euro dazu bekommen. Insgesamt 1270. Ich habe 278 dazu bekommen für einen Insgesamt-Score von 1834. Tobi hat 921 dazu bekommen für einen Insgesamt-Score von über 2000, nämlich 2083. Lea hat einen Score von 82. Oh, warte, wo ist Lea? Wo ist Lea? Wo ist Lea? Wo bist du gerade? Ja, ja, hinter dir. Ah, da, okay. Okay, ein Final Score von, Entschuldigung. Von 82. Okay. Die hat 191 Punkte dazugekriegt, ist damit bei 773. Tim hat 69 Punkte dazugekriegt, ist damit ebenfalls bei 82. Und Max hat 98 Punkte dazugekriegt, ist damit bei 670. Nice. Cool, wie fandet ihr die Punkterunde? Ich bin begeistert. War echt. Digga, was ist das für eine Aussage von Tim eigentlich schon wieder? Was hat er geschrieben? Geh noch kurz spazieren, dann komme ich. Smart. Oh, cool. Mit diesen Worten wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Genießt die Zeit, die ihr habt mit eurer Familie. Ihr müsst immer wissen, wie wertvoll die Zeit ist. Macht's nicht so wie wir, spielt den ganzen Tag Minecraft, macht was aus eurem Leben. Wenn ihr mitmachen wollt, dann dürft ihr aber auch gerne auf den Server kommen. Ihr könnt hier in den Himmel, seht ihr die E-Mail eingeblendet, da könnt ihr eure Bewerbung hinschreiben. Wir nehmen euch sowieso an, weil wir freuen uns immer über neue Mitspieler. Deswegen, wenn ihr bei der nächsten Punkterunde dabei sein wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen. Ihr könnt uns auch alles skoponieren. Da freuen wir uns auch drum. Gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann auch. Und genau. Dann einen meloningen Abend euch noch. Bye, bye. Das mit der Melone hat mir gefallen. Ciao. Tschüss. Hast du gerade gesagt, das wird heute alles nach Plan laufen? Ja. Also wenn es von Simon kommt. Ja, bin ich gespannt, was für eine Sprache heute kommt. Oh, ich auch. Dann weiß ich nicht, ob es nach Plan läuft. Und wer macht die Anmod? Du, war doch geplant. Also du wolltest Mandarin vorbereiten, habe ich gehört. Mandarinen? Habe ich leider heute nicht dabei, es ist ja noch gar nicht Weihnachten. Ich hab eine Mandarine dabei gerade tatsächlich, aber... Du hast immer Mandarinen dabei. Nee, manchmal nicht. Ich habe nur Melonen dabei. Hallo und herzlich willkommen, liebe Skobelp-Freunde, Skoponenten und die uns noch skoponieren wollen. Wir sind's wieder, euer Fabi. Hallo. Euer Grünius. Hallo. Oh, geil, er hat gute Laune. Ich überlege gerade, welche Sprache das ist. Der Tim würde vielleicht kommen, wenn er dann zu Hause ist. Oh, wann ist er denn dann zu Hause? Weiß ich nicht, bestimmte 3 Stunden. Oh, das ist doch super, vielleicht sind wir dann auch dabei. Wir haben viele Sachen zum Bewerten. Cool, wenn ich so stehe, dann sehe ich sogar Kilian. Perfekt, okay. 3, 2, 1. Outtakes. 3, 2, 1 Outtakes, dankeschön. Hey, ja, tervetuloa rakkatskop tila, ja, skopalpeen ystävät, ja, ne? Direkt aber Verbindung auf woanders. Kannst du dich vielleicht mal muten? Was? Deine Verbindung, die du gerade hattest, Wie? Hä? Hä? Also, ich glaube, Tobi hatte gerade Internetprobleme anscheinend. Wir brauchen da Outtakes. Konjunktiv, wir hätten es. Wir brauchen neue Outtakes, deswegen muss ich jetzt absichtlich die Begrüßung in der dümmsten Möglichkeit ever unterbrechen. Ich warte einfach auf einen guten Wortspruch, den alles bringt. Oh nein. Bin ich froh, dass ich das jetzt auswendig, das erste Mal, die ich komplett auswendig gelernt habe. Ich habe keinen Text zum Ablesen dabei. Ja. Tschüss. Kannst du nochmal den Teppich vielleicht hier hinsetzen? Das wäre nett, ja. Grünios. Teppich? Oh, ich hab einen Teppich. Nicht Bett. Freut euch auf eine tolle Folge. Yay. Begeisterung, yeah. Wir sind ja wieder in Bearcraft. Scheiße, warte mal, nochmal neu. Ich find's so super, dass ihr alle Melonen in der Hand habt. Okay, warte kurz. Ah, Pause. Alter, mein Hirn ist abgestürzt, glaube ich. Oh, und Olli lernt vielleicht Tim gleich kennen. Glaubst du nicht im Ernst, dass Tim... Nee, das bin ich. Tim geht erst noch schnell spazieren, dann kommt er in ein paar Tagen. Ich schreibe mal bis gleich vielleicht.
Bis gleich. Vielleicht liest nächste Punkterunde dann. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich muss aber los, denn ich habe gerade eben gemerkt, dass ich noch ein Schulprojekt machen muss. Ah, nice. Zu morgen? Ja, bis morgen. Oh. Perfekt. Viel Erfolg. Nicht glauben. Gute Nacht. Sag Bescheid, weil wir dir helfen können. Um was geht's stark? ChatGPT. Oh Gott. Über was es geht? Gute Frage. Finde ich jetzt noch raus. Okay, tschüss. Tschüss. Oh mein Gott. Das ist ja cool, wie sich das so im Wasser spiegelt. Kannst du mal kurz hier aufmachen? Was hast du gemacht, Mann?